hab mir zwei Toasts reingeschobelt und hab ein bisschen Eistee. Wo hast du die Toasts denn reingeschoben? In meinem Arsch. Kopfkino. Das erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Da war ein bisschen Bekloppter bei mir zu Besuch. Der hat sich Salzstangen in den Arsch geschoben und Purzelbaum gemacht. Salz. Habt ihr das eigentlich auch, dass ihr so eine Weste habt, die ihr nicht mehr loswerdet? Fällt auch erstmal rein. Dann so irgendwie, ja, wir sind beide Mutterficker, aber du fickst deine eigene oder sowas. Aber kann ich jetzt hier mal wieder aufstehen? Nein, oder wir sind beide Mutterficker und ficken beide deine oder sowas, weißt du? Das ist ein Octaves-Spruch, der dabei skattert hat. Jo. Na, was geht? Jo, der Hangman hängt. Kann ich jetzt hier? Nein, kann ich nicht. Ja, Alter, da brauchst du auch die richtigen Reifen für, das ist dir klar, ne? Ich komm da nicht mehr hoch! Alter, fast! Was machst du denn? Keine Beweise. Jo, da kommt er, der Hangman, da kommt er. Na, was geht? Voll in den Traktor rein. Das ist ein LKW, kein Traktor. Fahrender Hamburger, so wie bei SpongeBob der Film. Was darf's denn sein? Mayo oder Ketchup? Ja, ich surfe erstmal eine Runde hier drauf. Ey, bleib mal stehen, dass ich dich aufnehmen kann, bis auf YouTube. Hä? Guck, ich glaube, was die... Ich glaube, weil wir zu weit außen sind jetzt. Da ist eine unsichtbare Mauer wahrscheinlich gewesen. Wolltest du mich gerade überfahren oder was? Der USA. Auch mein Auto ist ja schon... Warte mal, ich muss mal kurz wieder in die Garage, damit mein Auto repariert wird. Ja, schön. Scheiße. Jetzt habe ich das erst... gleich Selbstmord irgendwo? Au. Au. Wusste ich doch. Du seist gestorben. Ich kann ja durch. Ja, hier durch wie mit einem Baseballschläger. Ey, mach da nicht wieder einen Banküberfall, ich will noch was kaufen da. Ey, hier durch wie mit einem Baseballschläger vorbei, Mann. Der schlägt erstmal daneben. Das ist am besten. Jawohl, das sieht lustig aus. Alter, wie pervers bist du denn, ey? Er stellt sich so halb nackt vor mir hier. Jetzt ist er völlig nackt hier. Zieh da deine Hose auch noch aus, dann geht's ab, ey. Warte noch ein Stück. Komm mit seinem Auto hier nicht rein. Jawohl, jawohl, jawohl. Nein. Bist du was da drin? Nicht rausschubsen. Ich dachte, das wäre ein Usas Auto. Ist das nicht Beates Auto? Nein, den habe ich irgendwo auf der Autobahn abgezogen. Ponsen Boys hat geschlossen, bitte kommen Sie später wieder. Kommt Beate mit seiner Knarre raus, fährt erstmal die Frau da um. Oh, darf ich Ihnen aufhelfen, Lady? Darf ich Ihnen aufhelfen? Warte. Jetzt wird... Usa ist auch erstmal da. Wird er die ganze Zeit so an die Treppe genagelt. So für mich zum Thema Frieden, wa? Mal hier so rumläuft, so ganz normal geht zu dritt. Hört sich total spannend an. Voll. Meth-Brötchen? Ehrlich? Kommt jetzt mal rein? Was Ding ist, wenn ich im passiven Modus bin? Ja, perfekt weggesprungen, du Penner. Kommt hier rein? Ja, gleich. Whee! Jetzt bin ich so wild weggetwistert. Alter, soll das nicht werden, ne? Siehst du doch. Ah, nein! Ja, siehst du doch. Oh nein, ich wurde erschossen. Was soll denn das hier? Wie geil ist das denn? Du gehst da wieder schön rein, mein Junge. Ab in die Mülltonne zu dir, wo du hingehörst. Dein Auto duftet genauso nach der Scheiße, die hier drin steht. Ist das eine behinderte Kacke hier? Jetzt haben wir es verglitscht.